Erstmal herzlich willkommen im Freibad Schleusing. Mein Name ist Katrin Schuster. Ich bin Fachangestellte für Bäderbetriebe und betreue diese wunderschöne Anlage. Wir dürfen heute eröffnen. Um 13 Uhr geht es an den Start und wir freuen uns schon. Wir haben eine Besucherbegrenzung von 157 Leuten. Am Eingang in den Sanitäranlagen besteht eine Maskenpflicht. Ansonsten kann sich hier frei bewegt werden auf dem Gelände. Unsere Anlage hat ein Sportbecken, eine 50-Meter-Bahn, einen Nichtschwimmbereich und ein Planschbecken. Die Schulen, die Hortgruppen und den Kindergarten, die werden wir in den Vormittagsstunden, wo kein Badebetrieb ist, unterbringen, damit die Nachmittagszeit und die Abendstunden für die Schleusinger, für die Besucher vollständig zur Verfügung steht. Ab 18 Uhr besteht ein Abendtarif für die Schwimmer, das geht bis 20 Uhr und das wird auch rege genutzt. Die Eintrittspreise haben sich nicht geändert. Für Erwachsene 2,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Es ist die Möglichkeit, dieses Jahr noch 10er-Karten zu kaufen. Die kosten 20 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder und damit besteht ein Rabatt von 50 Cent. Wenn die Besucherzahl von 157 erreicht ist, müssen wir leider das Tor zumachen und so lange warten, bis wieder Besucher rausgehen und können erst dann wieder reinlassen. Für die Besucher, die wir nicht reinlassen können, besteht die Möglichkeit, nach Ratscha zu fahren. Schönbrunn, das Terrassenbad hat noch offen und zeitnah eröffnet Erlau und Schleusinger Neuendorf. Die Aufgaben eines Schwimmmeisters sind die Betreuung der Anlage und die Schwimmbecken. Dazu gehört im Frühjahr die Reinigung des Beckens, der Technikhalle, die Grünflächen, die Technik in Betrieb nehmen, Pflege und Reinigung der Becken. Wir haben ein Edelstahlbecken, das ist besonders aufwendig in der Reinigung, aber dafür sehr hygienisch und sehr clean die ganze Sache. So, wir befinden uns jetzt in der Technikhalle des Schwimmbads, das ist das Herzstück. Wurde vor 7 Jahren erst saniert. Das ist der Schaltstrang. Darüber läuft die ganze Automatik. Wir haben da drüben die drei Filter, die das Beckenwasser filtern. Die ganze Mess- und Regeltechnik mit der dazugehörigen Chemie. Und im unteren Bereich die Umwälzpumpen, die das Wasser wieder zurückfördern ins Becken. Die Anlage kann ungefähr 2000 Kubik in 2 Stunden umwälzen. Dazu haben wir hier als Desinfektionsmittel Chlorgas, um die Sauberkeit für die Besucher zu gewährleisten. Das Beckenwasser wird aus einem 70 Meter tiefen Brunnen gefördert. Somit werden Kosten gespart und kein Trinkwasser für das Beckenwasser benötigt. Zusätzlich haben wir noch eine Solaranlage auf dem Dach, die in den kälteren Zeiten das Wasser erwärmen kann, damit unsere Besucher auch schönes, warmes Wasser haben zum Schwimmen. Die Durchschnittstemperatur bewegt sich bei uns zwischen 21 und 26 Grad. Das ist unsere Hauptattraktion, die Rutsche. Die wird von den Kindern sehr gut angenommen. Die muss man als Schwimmmeister sehr im Auge haben, weil die Kinder hier viel Blödsinn machen. Die Rutsche wird jährlich gewartet und überprüft, dass die Sicherheit der Kinder nicht in Gefahr ist. Wir befinden uns gerade am Schwimmbecken. Das ist die Seite für die Schwimmer. Das hat 25 Meter auf die gesamte Länge 50. Auf der Seite ist der Nichtschwimmerbereich. Wir haben 6 Startblöcke, leider keinen Sprungturm. Das Becken wird täglich gereinigt. Sie sehen dort einen Beckenbodensauger, der wird täglich eingesetzt, um Kleinstpartikel aus dem Becken zu bekommen. Die Wasserproben werden hier täglich gezogen, 3-mal. Wir hatten bis jetzt keine Beanstandung, was die Wasserqualität angeht. Das alte Toilettenhäuschen wurde abgerissen. Ersatzweise haben wir 2 Container gestellt für diese Saison. Auch an diesen Containern müssen die Hygieneregeln eingehalten werden. Das ist nochmal alles beschrieben. Wichtig ist, die Hände desinfizieren, ein wenig Abstand halten und nur 2 Personen in den Container. In der Saison steht der Bauhof Schleusing für die Pflege der Grünanlagen
mir zur Seite und entsorgt ordnungsgemäß den Grünschnitt. Hier ist unser Imbissbereich. Der wird dieses Jahr wie gewohnt von Emanuel Tangaro bewirtschaftet und sorgt für das leibliche Wohl aller hier im Freibad. Wir befinden uns im Schwimmmeisterraum. Hier wird die tägliche Dokumentation der Wasserwerte, der Filterspülungen, der Chemieverbräuche festgehalten. Das sind unsere Umkleidekabinen. Jetzt zu Corona-Zeiten dürfen sich da nur 2 Personen drin aufhalten. Diese werden auch täglich gereinigt und desinfiziert, dass wir alle Auflagen vom Gesundheitsamt erfüllen. Ja.